Tag, Leute, und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Episode von Replay of the Week. Selbstverständlich, es ist Sonntag und ich muss zu meiner großen Schande hier an dieser Stelle etwas gestehen. Meine Helferelfe ist leider aus privaten Gründen im Augenblick und wahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht mehr in der Lage, für mich irgendwelche Replays rauszusuchen. Und deshalb musste ich in dieser Woche aus Zeitmangel auf einen alten Bekannten zurückgreifen, und zwar den Mailandilein. Ihr kennt ihn wahrscheinlich. Der ist zu mir gekommen und meinte: Ey Grummel, suchst du noch ein Replay für Replay of the Week? Und ich habe gesagt: Ja, eigentlich hast du da. Und da meinte er: Na, guck dir doch mal das an. Vielleicht ist das ja was für dich. Ich habe mir dieses Replay jetzt noch nicht angeguckt, aber ich vertraue darauf, dass der gute Mailand mir nichts schickt, was es nicht wert wäre. Und wenn ich mich an die letzten Replays von ihm erinnere, dann bin ich jetzt schon wirklich gespannt. Denn das ist einer der neuen Stufe 9 Light Tanks, der WZ-132A auf Mountain Pass. Und wir gucken uns einfach mal an, ob er recht hatte, ob es das wirklich wert ist. Na, dann gucken wir doch mal. Die Map Mountain Pass ist jetzt nicht unbedingt die perfekte Map für Scouts, würde ich einfach mal behaupten. Denn es gibt sehr, sehr wenige Positionen, an denen man unbemerkt snipen kann. Aber spotten kann man zumindest am Anfang des Matches von diesen Büschen hier vorne relativ gut. Schauen wir mal, Mailand scheint auch genau diese Position hier anzufahren. Die kennt wahrscheinlich wirklich jeder, diesen Baumbusch, wie man ihn auch immer nennt. Und die ersten Scouting-Punkte gehen direkt an Mailand, aber er ist aufgegangen. Der Bulldog hat ihn da tatsächlich aufgemacht. Und dementsprechend muss er jetzt zusehen, dass er hier noch wegkommt. Macht er nochmal einfach so. Schafft er. Easy. Easy Game. Dreht aber direkt auch wieder um. Um die gegnerischen... Wow. Da hat er einen Treffer kassiert. Das war auch ein sehr riskanter Move, da nochmal ranzufahren. Er war erst ganz kurze Zeit zu. Aber es ist ja an der Stelle nochmal gut gegangen. Einen einzigen Treffer musste er da kassieren. Und er sorgt natürlich auch immer wieder mit seinen Manövern dafür, dass das gegnerische Team aufgedeckt bleibt. Und hier versucht er, glaube ich, nochmal einen Schuss auf den Ru hinzukriegen. Schafft das auch. Und der Ru ist vernichtet. 1500 Spotting-Punkte bereits jetzt auf seiner Uhr. Und 658 Schaden. Er fährt den Panzer übrigens mit relativ viel APCR. Aber das sei ihm gegönnt, denn 220 Durchschlagskraft auf einem Tier-9er-Tank ist natürlich nicht die Welt. Und selbst die APCR kommt halt mit 248 nicht besonders krass daher. Also sei es gegönnt. Dafür ist der Alpha-Schaden bei der Gun vom WZ natürlich sensationell mit 320. Da hat sich quasi zum Vergleich zum Vorgängermodell nicht viel getan. Immer noch sehr, sehr starke Alpha-Damage-Werte. Ja, nutzt jetzt hier diesen Stein, aber da kriegt er keinen Schuss hin, das ist ein bisschen, vor allen Dingen der Emil-Turm, da musst du schon echt Glück haben. Hier, er schießt nicht mal, das ist halt Profi, ja, er schießt nicht mal, weil er genau weiß, ey, ohne Witz, Leute, das ist, da geht nichts, ja. Und wozu da den einen Schuss verschwenden, wenn man eh nichts machen kann? Wow! Patton gebounced am Turm von WZ. Einer der großen Stärken des WZs, des Light Tanks, ist ja, dass er einen sehr starken Turm hat, in Anführungsstrichelchen. Also, wenn selbst der Patton da nicht mit seinem Schuss Auto penetriert, dann wisst ihr schon, dass das durchaus taugt. Ein Root zum Beispiel wäre wahrscheinlich direkt explodiert. Und Mailand fährt jetzt eine aggressivere Position über die Brücke an. Will hier wahrscheinlich den 1390 rausnehmen. Ja, sieht zumindest so aus. Aber der verzieht sich. Keine Chance, da an der Stelle ranzukommen. Aber den 48er Patton, den kann er von hier hinten ordentlich... Jupp. Habt ihr das gesehen, wie er da von hinten gerammt wurde? Das hätte auch schief gehen können. Schafft's aber hier, den Patton rauszuholen. Ein 10er Tank weniger bei den Gegnern. Aber auch sein Team... Ne, da sind nur alle 10er alive. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, 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 wow. Da haben sich ein paar Panzer gedacht. Da gucken wir mal Richtung Brücke.
Jetzt aber den... Ah, schade. Ich dachte, Mailand kriegt den AMX da raus. Aber der Emil hat in dieser Sekunde eine richtig dicke Schelle ins Gesicht gefressen vom E4. Und Mailand positioniert sich jetzt im Augenblick in diese Richtung, weil dort natürlich sehr, sehr viele Gegner noch stehen. Und er wahrscheinlich hofft, dass diese jetzt langsam mal aggressiv werden auf der Seite. 4:9 der Spielstand. Sieht auch nicht besonders gut aus. Ah, wow, wow, genau im falschen Moment weggeguckt. Boah, krasser Treffer vom E4 da. Also der E4 weiß definitiv, was er tut. Während es für Mailand natürlich extrem schwer ist, da dem T95 Damage zu machen, schießt hier in die Ketten, versucht ihn da wenigstens festzuhalten, so gut es geht. Und mehr kann er mit seiner Gun auch einfach nicht machen beim T95. Vielleicht in die Kommandantenkuppel mit APCR, aber so hat er für sein eigenes Team dafür gesorgt, dass der T95 halt stirbt. Indem er den Panzer da festgetrackt hat, konnte der E4 den T95 rausnehmen, was wesentlich mehr wert ist fürs Team und auch für ihn, als wenn er einen Schuss mit Damage angebracht hätte. Oh, sauber. Sauber. Boah. Und der E4 darf da richtig aufräumen. Uppala. Nicht mal angekratzt beim Objekt 268, aber da würde ich auch APCR laden. Da wollte der Mailand eigentlich auf das Objekt rauffahren. Das habe ich genau gesehen. Und sich da nochmal umentschieden. Klar, wenn dann noch ein zweiter Gegner dazukommt, dann wird es halt nicht mehr so einfach mit dem Circlen und drumrum fahren. Schöner Treffer. Gegen den T54 Mod 1, da reicht halt im Turm auch die APCR vom WZ aus. Bomb. Bomb. Gut. Na, da hat er doch jetzt was. Ist nicht so einfach. Oh, jetzt hat das Objekt 268 aber einen Fehler gemacht. Heieieiei. Und erste Kettenrad bitte. Danke. Sauber runtergespielt von Mailand. Das Objekt ist definitiv Asche. Jetzt geht's ins hintere Kettenrad. Muss hier allerdings aufpassen, dass der IS-3... Hat er direkt gesehen. Habt ihr gemerkt? Er hat einmal kurz rüber geguckt zum IS-3. Bin ich im Schussfeld vom IS-3? Nein? Okay, dann kann ich hier einfach weitermachen. Es ist wirklich schön zu sehen, was für eine Übersicht Mailand hat, dass er während dieser Infight-Situation realisiert, Achtung, da hinten kommt ein IS-3 an der Brücke. Wenn ich jetzt hier genau in der Kante quasi stehe, dann kann es passieren, dass mich der IS-3 beschießen kann. Und hat sich sofort nochmal versichert, alles klar, das ist nicht möglich, dann kann ich so weitermachen. Es ist wirklich schön zu sehen, was da für eine Übersicht auch in brenzligen Situationen immer noch vorhanden ist. 10:13 der Spielstand. Aber das Gute ist, Mailand hat noch ordentlich Munition. Da dürfte noch was gehen. In dieser Sekunde ist es 10:14 und ich rieche die Kolobanov. Komm. Boom. Nur noch 4 Gegner. Ich habe jetzt allerdings keine Ahnung, wie viele Lebenspunkte die gegnerischen Panzer noch haben. Aber die Artillerie, die klammern wir jetzt erstmal aus. Die wird höchstwahrscheinlich keine entscheidende Rolle mehr spielen. Der T-28, M-103 und ein Oho. Naja, der M-103 ist natürlich ein gefährlicher Panzer, je nachdem wie viele Lebenspunkte der hat. Campt man jetzt die Brücke? In der Hoffnung, dass sie hier irgendwie rüberkommen und man sie hier abfarmen kann? Ja, sieht nicht so aus. Ha? Kann sich nicht so ganz. Vorne jetzt rückwärts. Doch. Hm, ha. 7 Minuten sind es ja noch. Also jede Menge Zeit, hier über die Sichtweite zu kommen. Aber genau das ist halt das Problem. Auf Mountain Pass ist nicht viel mit Sichtweite kommen. Wenn das jetzt hier Karelien wäre oder Malinowka oder sowas, dann würde ich sagen, okay. Oh, T28. Hat ihn auch gespottet, klar. Gibt ja auch kein Gebüsch, was ihn hier retten kann. Aber der T28 hat ganz gut reagiert. Hat sich direkt zwischen den Steinen und Mailand positioniert, um zu verhindern, dass er beschossen werden kann. Also an der Stelle Marty 0 oder Marty O. Gut reagiert. Und Mailand wechselt natürlich die Position.
Das ist jetzt das Allerwichtigste, dass man nicht voraussehbar für den Gegner sich positioniert, damit A, die Arti nicht eingeaimt ist und B, nicht alle Gegner genau wissen, okay, wir müssen uns nur so und so positionieren, dann ist Ende Gelände. Aber wenn man ehrlich ist, ist das Game eigentlich nicht mehr zu gewinnen. Das ist eigentlich nicht mehr zu gewinnen. Klar, der Gegner will natürlich auch gewinnen. Das heißt, er muss ja auch kommen irgendwie. Es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Beide wollen, beide müssen. Unentschieden bringt halt keinem was. T28 hat realisiert, dass er gespottet wurde. Hat es aber diesmal nicht geschafft, Mailand aufzumachen, erst als der Schuss raus war. Und es würde mich jetzt nicht wundern, wenn Mailand, sobald er wieder zugeht, wieder umdreht und genau in die andere Richtung fährt. Na klar. Na klar, das macht ja auch tot. Wow. Das macht ja auch total Sinn, denn der Gegner hat gesehen, dass Mailand in diese Richtung fährt und folglich dreht Mailand natürlich wieder um, sobald er despottet ist. Und nimmt jetzt scheinbar wieder erstmal den Weg über die Brücke. Was mit dem M103 ist? Boah, du Scheiße! Boah, Scheiße! Krass! Habt ihr das gesehen? Er fährt um die Ecke mit Fullspeed und da ist Oho und Artillerie. Aber der Oho verschießt und er trifft und penetriert den Oho. Tja, und da kann die Arti jetzt leider gar nichts machen an der Stelle, glaube ich. Oh, nee, da kann sie trotzdem nichts machen. Da ist die Arti leider einfach hilflos. Sie hat es versucht. Ja, es war gar kein schlechter Versuch. Aber da kannst du halt als Arti einfach nichts machen. Was für eine Situation. Du kommst um die Ecke und siehst eine Oho und eine Conqueror auf dich zielen. Aber scheinbar war der Oho genauso überrascht wie Mailand selbst. Nur, dass Mailand die Reaktionsgeschwindigkeit und das Aiming hat. Entschuldigung. Um den Oho an der Stelle dann halt rauszuknipsen. Während der Oho das scheinbar nicht besessen hat. Aber die Oho-Gun ist jetzt auch nicht die Snapshot-Gun. Also die ist für andere Dinge gebaut. Für, weiß nicht, Hochhäuser treffen und Bunkeranlagen sprengen. Aber nicht einen Mailand mit 70 km/h abzuknallen. 5000 Damage bereits. Kann man sich mal gönnen. Und 3400 Damage gespottet. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Aber wo ist der M03? Ja, da wird sich gerade beschwert von Carina 18, dass der Light Tank in der Lage ist, einen Super Heavy Tank frontal einfach zu penetrieren. Da muss ich gestehen, dass das rein vom Spielprinzip her wirklich ein bisschen fragwürdig ist. Ja. Gerade die neuen Light Tanks, die 9er und 10er Light Tanks, die sind jetzt nicht so schlecht. Und wenn dann halt so ein Oho kommt, der halt nur von seiner Panzerung lebt und nur von seiner Panzerung lebt, ja, eigentlich wirklich nur von seiner Panzerung lebt, und dann kommt diese kleine Schmeißfliege um die Ecke und ballert ihm halt einfach frontal irgendwo durch die Wanne durch, dann ist das halt schon eine Situation, die sehr ärgerlich sein kann, weil der Oho-Spieler halt nichts machen kann. Aber er hätte seinen Schuss ja auch treffen können. Und dann wäre Mailand wahrscheinlich auch tot gewesen. Ist der AFK, der M03? Ach so, Mailand. Solche Replays traust du dich hier einzuschicken? Genau. Ist er in der merkwürdigsten, schlimmsten Situation, schafft es der Mailand tatsächlich, jeden Tank zu penetrieren. Aber den M03, den AFKler, der war dann doch eine Nummer zu viel. Boah. Das traut er sich, der Mailand, hier einen AFKler-Replay zu schicken. Das wird Flame für Fame sagen. Flame für Fame. Also, nur noch der T28 da. Und Mailand stellt sich hier jetzt in die Capzone, nimmt das M103-Wrack als Deckung. Und ich glaube auch, das ist die richtige Entscheidung. Bevor er jetzt noch lange auf die Suche nach dem T28 geht, der jetzt inzwischen wirklich weit sich bewegt haben kann. Oder auch nicht. Nimmt er hier den Cap-Anspruch. Macht ja auch durchaus Sinn. Allerdings ist das Problem ein Decap-Schuss und dann war's das. Denn die Zeit reicht einfach mal ganz genau aus für die Eroberung der gegnerischen Basis.
Sollte da auch nur irgendwas schief gehen, ist die Runde beendet. Tja, aber der T28, der muss es auch erstmal wieder zurückschaffen. Und wer schon mal in diesem wunderschönen Panzer gesessen hat, der weiß. Nein. Außer natürlich, er hat sich tatsächlich gar nicht von da weg bewegt. Dann dürfte er jetzt inzwischen hier angekommen sein. Ja, oh, da ist er. Da ist er. Tatsächlich. Der hat wahrscheinlich relativ schnell gecheckt, was Sache ist. Der Matteo. Der war sowieso kein schlechter. Und auch jetzt, wie er da versucht ranzukommen. Ich hoffe, er hat HAE geladen, der T28. Und splasht einfach auf den Boden. Das wäre die sinnvollste Variante. Mailand trackt den T28. Ist das krass gespielt. Das ist wirklich wieder so geil gespielt, dass er da diesen kleinen Schlitz ausnutzt, um den T28 zu tracken. Und damit jetzt hier den letzten Gegner rausnimmt. 24 HP, ein Schuss noch rein. Und dann ist die Kolobanov sicher. Dann ist das Replay sicher. Und wir sagen Bonjour. Ich werfe mal einen Blick aufs Gefechtsergebnis und finde vor, ein Meisterabzeichen, eine Kolobanov-Medaille, eine Radley-Walters-Medaille, eine Orlix-Medaille, einmal Großkaliber, einmal Top Gun. Insgesamt 1784 Basiserfahrung bei 6055 Damage auf dem 9er Light Tank. Dazu kommen noch 3400 Damage gespottet. Die Base hat er auch fast noch gekappt. Und rundherum war es ein Gefecht, auch wenn es negative Credit-Einnahmen gebracht hat, wo man sagen muss, dass Mailand wieder gezeigt hat, warum er im Clan Fame ist. Übersicht perfekt, Aiming perfekt, Intelligenz, also Spielintelligenz, war astrein, immer genau richtig reagiert. Danke dir, lieber Mailand, fürs Senden des Replays. Es hat sich definitiv gelohnt. Und das mit dem AFKler, naja, das kriegen wir beim nächsten Mal vielleicht auch noch ein bisschen besser hin. Nichtsdestotrotz, danke dir. Danke euch, liebe Zuschauer, fürs Zugucken. Danke fürs Einschalten. Lasst doch bitte euren Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und auch ansonsten einfach den Daumen hoch da lassen, weil der Daumen runter ist Fake News. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss und macht's gut.